Nikola, was ist passiert? Lady Lakshmi hatte recht. Er wusste es. Ich hol sie heraus. Na los. Er ist noch da drin. Es ist zu spät. Wir können nichts mehr tun. Da ist noch was, was ich tun muss. Ich wusste, du würdest kommen, Bruder. Komm aus dem Schatten, verdammt! Du und ich, wir sind nicht so verschieden. Ich tue, was ich muss, um mein Blut zu schützen. Wir kämpfen nur, um unser Recht zu leben. Das ist eine Lüge! Vielleicht wirst du verstehen, eines Tages. Vergib mir, Grayson. So sollte es nicht enden. Alles klar, Messerkampf. Wow, 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 komm! Na, komm schon! Er ist immer so träge. Sei dein wahres Ich. Ach, der ist ein Lykaner. Ich dachte, der wäre ein Vampir. Ich dachte wirklich, der wäre ein Vampir. Stand ich voll auf dem Schlauch, was? Komm schon, hau ihn weg. Oh, immer wieder in den Arm. Immer wieder in meinen guten Arm. Wow, 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 nicht beißen lassen. Zahlen bitte. Komm schon, gerne hört. Alter, du bist doch geübt in den Schädel. Ah, Mist. Hast du jetzt genug? Oh, sieht gerade gar nicht gut aus. Irgendwie. Komm schon, fang dich wieder. Ich bin zu alt, um nicht zu wissen, dass dieser Tag kommen würde. Wieso, Alistair?
Du hast all die Jahre mit uns gekämpft. Ich habe Dinge gesehen, an die ich mich erinnern muss. Zivilisation erschaffen und zerstört. Durch die unstillbare Gier der Menschheit. Stolze Menschen, die sich gegenseitig abschlachten im Namen ihrer Götter. Wir büßen früh genug für unsere Sünden. Aber wie rechtfertigst du die Reue, die dein Blut begangen hat? Mein Blut? Mein Blut ist nicht schlimmer als deines. Und deine Schwester? Dein Vater? War alles eine Lüge? Easy. Mein Vater. Ich habe sie wie mein Blut geliebt. Aber sie dürfen den Fluch, mit dem ich lebe, nie erfahren. Mein Sohn. Vater, vergib mir. Na, ich bin es, der deine Vergebung braucht. Dieses Leben wollte ich dir ersparen. Sie wussten es? Ich wusste es immer. Ich rettete ihn vor dem Massaker seiner Familie. Dein Vater starb durch mein Schwert. Aber ein Kind? Du verdientest solch ein Schicksal nicht. Wie hätte ich ein unschuldiges Leben nehmen können? Gestehen Sie dies vor dem Rat, Lord Kanzler. Nur so können Sie das Chaos, das ausgelöst wurde, wieder gut machen. Ich kann nicht! Solch eine Enthüllung würde unseren Orden bis in die Grundfesten erschüttern. Also soll ich geopfert werden? Wie viele müssen noch sterben, damit ewige Ruhe herrscht? Er ist mein Sohn. Ich kann sein Leben nicht beenden. Isabeau und der Rat dürfen die Wahrheit niemals erfahren. Sonst sterben alle, die ihnen teuer sind. Bitten Sie mich nicht darum. Fortan sollen sie mit keinem Ritter verbunden sein. Der Orden muss vereint bleiben. Sie sind keiner seiner Herolde mehr. Bringen Sie es zu Ende und verschwinden Sie! Solch ein Leben war nie für Menschen bestimmt. Es kommt der Tag, an dem uns unsere Last genommen wird, Bruder. Vielleicht ist das dann der wahre Frieden. Habe ich irgendeine Wahl? Muss ich das jetzt machen oder kann ich auch einfach gehen? Wir warten mal ein bisschen. Okay, Galahad, wie es scheint, habe ich keine Wahl. Ich muss Alistair wirklich erschießen. Und dann, wie endet der ganze Scheiß hier? Ich meine, ich bin kein Ritter mehr, der Orden existiert weiter. Was wird aus Izzy? Ich muss ja wirklich alles machen, ne? Galahad steht da. Der Arm wird schwerer und schwerer. Können wir nicht einfach gehen? Komm schon, Galahad. Zieh dich zurück. Keine Chance. Sein Schnurrbart will Blut sehen. Und wenn der einmal erregt ist...
Das war's. Das war das Ende. Das Spiel ist vorbei. Ganz viele Fragen stehen jetzt offen. Was haben wir jetzt verändert? Im Grunde gar nichts. Lord Hastings, die Vampire, alle noch am Leben. Izzy hasst uns immer noch und will uns immer noch jagen und töten und die Rebellen zerschlagen. Tesla lebt. Die beiden indischen Frauen leben. Unser Franzmann ist natürlich auch noch am Leben. Also im Grunde sind alle Fragen offen. Wir haben Alistair getötet. Ein Lykaner. Der aus einer Familie kommt, in der der Vater auch ein Lykaner war. Der vom Lord Kanzler getötet wurde. Der dann ihn als seinen Sohn aufgenommen hat. Genauso wie Izzy. Na, vielleicht kommt jetzt irgendwas noch. Könnte ja sein. Aber so im Großen und Ganzen hat es mir gefallen. Also ich fand dieses Spiel sehr gut. Wirklich. Es hat mir wirklich richtig gut gefallen. Es hat einen sehr schönen Stil. Eine wunderschöne Grafik. Galahad, finde ich, war eine unheimlich coole Figur. Die ganze Mode, die Architektur, die Bärte natürlich. Das war schon alles sehr, sehr cool. Auch wenn man über Galahad so gut wie gar nichts erfahren hat. Man weiß nicht, wer Galahad eigentlich ist. Wir wissen ja nur, dass Galahad ein Titel ist, Sir Galahad, den man bekommt, wenn man in den Orden aufgenommen wird. Aber wer der Mann ist, was genau seine Geschichte ist, wer sein Vater war, seine Familie und so weiter, woher er kommt, weiß man nicht. Man weiß auch gar nicht so genau, wie alt er ist. Wir wussten, dass Percy, glaube ich, 600 Jahre lang dem Orden gedient hat, irgend sowas in die Richtung, und er ja auch mehrere hundert Jahre, könnten jetzt 300 gewesen sein, 400, wer weiß. Ich meine, er war ja noch nicht ganz so alt wie der alte Mann, wie sein Mentor, aber trotzdem. Schwer zu sagen. Man weiß was über den Alistair. Ganz am Ende hat man halt so ein paar Infos bekommen. Ja, über den Lord Kanzler weiß man auch nicht wirklich viel. Er war halt auch mal ein Ritter. Jetzt ist er zu alt und ist eher das Oberhaupt. Was genau passiert jetzt mit der Company? Vereintes Indien. Ich meine, wir wissen ja, die wurde unterwandert von den Vampiren. Die Lykaner haben ja gar nicht so viel mit der Firma zu tun, sondern eher die Vampire. Und die Geliebte oder Gemahlin von Lord Hastings, die war ja auch eine Vampirin. Also ganz viele Fragen stehen immer noch offen. Aber ja, es war gut. Klar, die Spielelemente waren eher so mittelmäßig. Aber sind wir mal ehrlich. Nehme ich jetzt mal so ein Uncharted als Vergleich. Uncharted ist ja auch zum Teil ein Deckungsshooter. Klar, hat schöne Klettersysteme drin und hier und da mal ein Rätsel. Natürlich, aber im Großen und Ganzen ist ja Uncharted ein Deckungsshooter, der so ähnlich funktioniert jetzt wie The Order. Und da gab es ja auch unzählige Stellen, wo einfach nur Gegnermassen auf dich zugerannt sind und du hast geschossen, geschossen, geschossen. War jetzt hier auch so. Klar, Uncharted bietet mehr Gameplay, ohne Zweifel. Aber trotzdem, so die Elemente. Sir Galahad, ganz London sucht nach Ihnen. Wir müssen uns beeilen. Sir Galahad, hören Sie mich. Sir Galahad. Ganz ruhig, Nicola. Alles ist gut. Das sagen Sie, mein Freund. Der Rat hat Kriegsrecht in der Stadt verhängt. Schwer zu sagen, wann die Regierungstruppen eine Offensive starten werden. Jetzt ist keine Zeit für Heldentaten. Ich schlage vor, dass wir Lady Lakshmi folgen und die Stadt verlassen. Ich bin bald bei Ihnen. Und wissen Sie nicht? Galahad bin ich, nicht mehr. Okay, Sir Galahad ist nicht mehr Sir Galahad.
Jetzt aber, das war das Ende. Ja, was wollte ich sagen? Uncharted genauso. Diese Gameplay-Elemente hat man eigentlich ziemlich genau übernommen. Ich fand, das Ganze hat auch sehr stark an Gears of War erinnert, denn das ganze Interface, die Munition, die Buttons, die waren wirklich 1:1 aus Gears of War übernommen. Also da war ich auch sehr verwundert, dass sie das wirklich so regelrecht rauskopiert haben. Und im Großen und Ganzen, es war wirklich ein gutes Spiel. Also 60% würde ich diesem Spiel niemals geben, denn ich habe letztes Jahr andere Spiele gespielt, die viel besser bewertet wurden und mich eigentlich weniger unterhalten haben. Und der Sinn eines Spiels ist es ja wirklich zu unterhalten. Klar, es ist ein bisschen teuer, aber ihr könnt es euch ja auch ausleihen oder ein halbes Jahr später holen. Ich denke, das Spiel wird ganz schnell im Preis fallen, dass man das irgendwie 2-3 Monate schon für 35 € bekommt. Und für den Preis ist es auf jeden Fall sein Geld wert. Kann man sich holen, kann man spielen. Eine tolle Geschichte, tolle Grafik, ordentliches Gameplay. Es geht wirklich in Ordnung. Wir hatten sehr viele unterschiedliche Waffen. Ich bin gespannt auf Teil 2. Ich könnte mir vorstellen, da wird dann alles deutlich besser. Hoffentlich kommt Teil 2. Man weiß es ja nicht hundertprozentig, aber es deutet halt wirklich alles darauf hin, dass sie einen Teil 2 geplant haben. Wahrscheinlich gehen wir jetzt raus aus London und vielleicht drüber nach Indien und jagen da die Vampire und Lucana. Man hat wirklich in dieser Welt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es ist ja so eine offene Underworld-Geschichte. Ja, es erinnert sehr stark an Underworld. Und da kann man im Grunde alles einbauen. Wenn man diese ganzen Fabelwesen hat, diese ganzen mythologischen Kreaturen, dann kann man im Grunde alles einbauen. Gut, wir sehen uns dann im nächsten Projekt. Würde mich freuen, wenn ihr das Video noch bewerten könnt. Oder schreibt doch gerne eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare rein. Ich lese es mir durch. Wie immer, danke fürs Zusehen und tschüss.